Angriff verbessert. Juhu. Ja, denn. Haut sie mal ab, würde ich sagen, ne? Und ich gehe mal hier lang und gucken, was los ist. So. Och, nö. Hey, Alter. Das war mein letzter Molotow-Cocktail. Du lebst noch? Unverschämtheit. Hört ihr mir zu? Riley hier. Falls ihr das noch nicht geschnallt habt, die Pieche nehmen kein Ende. Und den Befehlshabern geht es am Arsch vorbei. Jeder halbwegs Vernünftige sollte fliehen. Verdammt, tut es, solange es noch geht. Tu es. Talk, wir müssen reden. Ach, da bist du, mein Alter. Die Abrechnung ist da, glaub mir, Mann. Ich weiß, was Sache ist. Mhm. Komm schon, es wird Zeit, dass du das Maul aufmachst. Die Kraft des Geistes ist faszinierend. Wenn er bedroht wird, tut er alles, um den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Tragisch, wenn man seinem eigenen Verstand nicht mehr trauen kann. Ja, das ist immer relativ zu sehen, finde ich jetzt. Ich meine, Verstand, wer will sowas schon? Wer hat sowas schon? Ich bitte euch. Hi, mein Alter. Wenn du mir übrigens weiter auf den Sack gehst, hab ich da so ein paar schlagkräftige Argumente. Bleib stehen, bevor ich schieße. Seit Jahren, Mann, seit Jahren versuche ich etwas Gescheites über Blackmore zu erfahren. Okay. Und was zum Teufel ist los mit dir, Kumpel? Zuerst konnte ich es nicht glauben. Nicht mein Kumpel Talk, niemals. Der Typ, der im Keller verblutet, hat mir gesagt, was Sache ist. Und er hat keinen Grund zu lügen. Es ist zu abgefahren, als dass es sich jemand ausdenken könnte. Niemand hätte je gedacht, dass du... Und Blackmore ein und dieselbe Person sind, wolltest du jetzt sagen. Aber das höre ich nicht. Ja, Blut überall. Kannst du die Schrift auf der Wand entziffern? Lauf mir nach. Ich erzähle dir die ganze Wahrheit, die du hören musst. Jetzt würde mich ja mal tatsächlich interessieren, ob der uns tatsächlich die Wahrheit irgendwann am Ende erzählt, weil ich meine, ne? Aber man muss doch eindeutig sagen, das ist sehr, sehr, sehr feigklappig. Klingt scheiße, ist aber so. Ich meine, die Formulierung klingt ziemlich beschissen. So. Anyhow, hat sich da was bewegt? Ach, das sprühen Funken. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Juhu, Heilung. Juhu, nichts. Ah, hier geht's runter. Sehr schön. Hi, Blackie. Mal sehen, wie tief du sinken kannst. Ach, du bist doch dämlich. Okay, Leiche. Kopfkissen. Ich hätte gerne das Kopfkissen mitnehmen. Batterien und Taschenlampe und so, schon klar. Ach, wir sind schon wieder hier. Richtig, logisch, klar. Okay. So, jetzt bin ich relativ tief. Gott ist ans Ende meiner Tage. Ich hab sie nie noch frisch. Komm zurück, komm zurück. Alles dreht sich. Alles schwarz. Mann, Leute, steigt auf andere Drogen um. Ist unfassbar. Ich lasse nicht zu, dass sie das mit dir machen, Talk. La 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 la. Na, wenigstens einer macht mal die Tür. Ich mag diesen Raum. Ja, wirklich. Hier bin ich zu Hause. Auf immer und ewig. Und ewig. Und die Luft macht mich frei. Es ist so dunkel. So dunkel. Dass hier nicht mal in einem Raum irgendwie Moon ist oder so. Lass mich raus, bitte. Nix da. Ich flehe dich an. Ich als... Hört mich denn keiner? Nein. Ich höre dir nicht zu. La 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 la. Sie sind seit 6 Monaten in Isolationshaft. Sie werden verrückt. Ich weiß, wie man mit problematischen Insassen. Aber 3 von ihnen haben Selbstmord begangen. Die Leute werden es erfahren und dann wird eine Untersuchung durchgeführt. Es ist egal, was hier passiert. Nur mir ist es nicht egal. Mach auf. Na gut, dann halt nicht. Dann gehe ich halt hier lang. Sie bleiben im Dunkeln. Oh.
Aber was können Sie dazulernen? Was zu leben, zu sterben bedeutet. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ritzel? Au! Was seid ihr für Viecher? Das hätte mich ja jetzt ernsthaft mal ein bisschen interessiert. Hallo, Britzelviech. Britzelviech? Britzelviech! Och nö, nö. Also ihr seid die Tricks-Version von den großen, dicken Dingern. Schon verstanden. Was zum? Wo denn? Da. Stirbst du endlich mal? Alter, stirb! Bitte. Danke im Übrigen. So, komme ich hier jetzt auch irgendwann mal irgendwo weiter? Ich habe ja nicht so das Gefühl. Also hier gibt es genau eine Tür, die wirklich weiterführt und die ist zu. Und die kriege ich nicht auf. Ich denke, das reicht für heute an dunklen Abgründen. Aha. Ich weiß, dass du dich über den armen Miles wunderst. Er war so nahe am Durchbruch. Aber der Verstand muss die Heilung wollen. Es reicht nicht, ihn bloß mit der harten Realität zu konfrontieren. Und manchmal wehrt sich der Verstand entschieden. Ja, na also danke. Ah, ja, komm. Hast du mit jemand anderem gerechnet? Du bist weit gekommen und hast doch noch so viel vor dir. Ich warte auf dich im Todesbrunnen, wo sich zeigt, was einer wirklich drauf hat. Okay. Nein, keine dicken Blitzdinger, bitte. Nö, nee, das finde ich doof. Die mag ich echt nicht. Oh. Ja, leck mich doch aller Marsch. Ja, Käfer, Käfer, Käfer. Finde ich jetzt unpraktisch, das Zeug. Oh, so ein Dreck. Nein, ich kann nicht an den Sicherungskasten. So ein Scheiß. Aber doch noch zu nah. Hätte ich jetzt so nicht. Hör mir zu, Doc. Ja. Blackmore ist hier, ich weiß es. Sein ja. Todesbrunnen liegt unterhalb der Werkstatt des Gefängnisses. Kannst du da hinkommen? Was er uns angetan hat. Du musst verhindern, dass er je wieder irgendjemandem wehtut. Unterhalb der Werkstatt. Würde mir jetzt zwar helfen, wenn ich wüsste, wo die Werkstatt ist, aber naja, gut, okay. Weil das sieht jetzt nicht so werkstattig aus. Aber unterhalb. Ja, bitte. Nicht dahin, ans Telefon von mir. Gibt's denn noch mehr? Hier mit euren 7 Telefonen. Ihr seid unpraktische Geister, wisst ihr das? Ja, ich gehe ja schon dran. Oh, ja. War hier noch eins? Ja, hier ist eins. Findest du es klug, ans Telefon zu gehen, wenn du gerade um dein Leben rennst? Nerv. So, darf ich jetzt hier durch? Natürlich nicht.
So, kann ich irgendwie das Feuer da löschen? Ja, nicht so unbedingt, würde ich jetzt sagen. Weg? Weg? Schuppidu? Außerdem, wer rennt hier eigentlich immer? Ja, das ist nur übliches Clipping, das ist kein Weg, den Sinn. Lichtschalter, Lichtschalter, Lichtschalter. Gibt's hier für einen Lichtschalter? Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter? Um das Gebritzel da wegzukriegen. Sieht jetzt nicht so aus, sondern den Sicherungskasten darf ich ja nicht. Kann ich den kaputt hauen? Scheinbar auch nicht. Aha. Muss ihn kaputt schießen. So, dann kann ich eventuell hier lang. Ja, das funktioniert sehr schön. Tralali, tralala. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Wusste ich doch, dass sich gelohnt hat, das Ding nicht wegzulegen. Halt! Ich knall dich ab, wenn du dich nicht zeigst! Egal ob Mensch oder Monster! Hi, Barney! Gott, du bist es! Die verdammte wichtigste Zielperson! Der Schutzheilige aller verfluchten Serienmörder! Hast du genug getötet oder willst du mich auch erschießen? Also, seine Leute wollten dich umlegen. Töte oder werde getötet. Ich habe viele meiner Kameraden aus der Spezialeinheit umgelegt. Aber ich kann es dir nicht verübeln. Wir hatten den Auftrag, dich zu töten. Ja, will ich doch mal meinen. Du bist doch hinter Blackmore her, nicht? Ja. Er ist hier. In Eastern. Ich weiß. Wenn du mich nicht erschießt, zeige ich dir, wo er ist. Oh, ja, gut. Mir. Okay, ich laufe dir mal nach. Ja. Alles klar, wir müssen los. Ja, ist ja gut. Wo bist du alles jetzt? Alles klar, wir müssen los. Ja, ich hab dich schon gehört. Ich finde dich. Ach, da bist du. Du Pfeife. Okay, hier lang. Ich war schon mal hier unten. Hier spukt so eine Art Feuermonster. Du meinst das Vieh? Arbeit ist gut für die geistige Verfassung eines Häftlings. Ich mache mir Sorgen. Wir müssen im los. Unteren Bereich der Werkstatt sehen die Ventile der Schmelzöfen ziemlich verschlissen aus. Sie könnten wie jederzeit heißt du noch platzen. Arbeite. Oh Gott, ich bin gefangen! Ich hätte nicht hierher zurückkommen sollen! Bitte nicht gewählt! Das sieht irgendwie so Endboss-mäßig aus. Und ich fühle mich jetzt irgendwie sehr tot. Mist. Das war jetzt übel. Und ich habe natürlich ewig nicht gespeichert. Ist natürlich ganz klar, logisch. Ja, ich mache dann wieder bis dahin und dann hole ich euch wieder dazu. Okay, wir sind dann quasi wieder unmittelbar davor und ja. Im unteren Bereich der Werkstatt sehen die Ventile der Schmelzöfen ziemlich verschlissen. Sie könnten wieder... Ah, bekämpfen wir Feuer mit Feuer, ey. Okay, das hat jetzt...